wir sind heute hier die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Unterschiedlicher kann man gar nicht sein, als wir jetzt gerade hier sehen. Sei es politisch, sei es religiös, sei es wirtschaftlich, sozial. Wir könnten nicht unterschiedlicher sein, aber wir kämpfen um eine Wirklichkeit, die Durchsetzung der Wirklichkeit, wie sie ist. Es sind alles risikobereite Menschen hier. Sind alle bereit zu wissen, wir sind so verschieden, wie man nur verschieden sein kann. Also wir gehen auf das Risiko ein, heute Dinge zu hören, die wir selber nicht hören möchten. Aber wir hören es trotzdem. Lasst uns alles, was wir hören, konstruktiv, positiv hinterfragen und dann mündig werden. Da, wo es bei uns innerliche Ruhe gibt, bei dem, was man hört, das behalten wir. Den Rest vergessen wir, gehen nach Hause mit dem, was uns weitergebracht hat. Das andere lassen wir einfach liegen. Das ist in der Hand jedes einzelnen Zuhörers, jedes Zuschauers heute. Wunderschön, vielen Dank, Frank Backwill, das Sabel. So ganz persönlich hoffe ich jetzt, dass es nicht die Ruhe vor dem Sturm war. Jetzt kommt unser Referent, Professor Dr. Michael Vogt mit einem Thema, von dem hatte ich nicht eine Ahnung, dass es so Wellen wirft. Geheimakte Hess, was soll das? Werden wir von ihm hören. Bekannt, sein Gesicht ist mir geworden über verschiedene Internet-TV-Sender. Er hat an verschiedensten Internet-TV-Sendern als TV-Journalist und Moderator in Gesprächsrunden gewirkt. Ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Ich habe es auch jetzt noch nicht. Wir haben 2 Stunden gesprochen vor dem heutigen Auftritt. Aber mein Eindruck von ihm war immer, dass er ein sehr ruhiger Mann ist, ein sehr gehaltener Mann. Ich wusste damals nicht, dass es ein Professor ist. Ja. Stellt man sich ein bisschen anders vor vielleicht, so mit runder Brille und Bart. Aber ich dachte immer bei mir, der hat sowas von einer Sorgfalt, von einer feinen Art, wie er spricht. Das hat mich sehr angesprochen. Und als ich dann beliefert wurde, ihr müsst euch vorstellen, ich bekomme solche Stapel von Zusendungen von potenziellen Referenten. Ich gehe das so durch und irgendwann sehe ich da, dass er das ist, sein Gesicht. Und ich habe das sofort kombiniert mit meinen Eindrücken, die ich in verschiedensten Sendungen über ihn gesehen habe. Und für mich war sofort klar, den Mann möchte ich einladen. Natürlich habe ich mich auch hinter diese Sendung dann gesetzt. Er hat einen Film gedreht. Geheimakte Hess ist sein, denke ich, bekanntester Film. Er ist Filmeproduzent. Dieser Film wurde auf NTV mehrmals ausgestrahlt und nachher in der Langfassung auf DVD verbreitet. Ich muss sagen, ich bin politisch in all diesen Dingen nicht bewandert. Ich sage es immer wieder, ich bin ein bescheidener Christ, ich bin Prediger, Bibellehrer, das ist meine Welt. Ich bin kein Politiker, auch AZK ist kein Politikum. Auch für niemand von uns ist das ein Politikum. Hier geht es nur darum, wo sind Dinge, die uns wichtig scheinen, die wir nicht verschweigen dürfen. Und wir haben in den ersten 4 Vorträgen jetzt unglaubliche, unglaubliche Dinge gesehen, gehört, bewiesen, mit Namen, mit Verbindungen, mit Zahlen, wo wir sagen, wenn nur dieser heutige Vortrag von der Justiz ernst genommen wird, geahndet wird, und ich zähle hier Millionen von Menschen, die hier nicht zugrunde gehen an all diesen Konsequenzen, von denen wir heute gehört haben. Mit dem, was jetzt hier kommt, ich hatte immer einen Fensterplatz in Geschichte. Ja. Ich bin da nie mitgekommen, aber irgendwas hängt mir im Kopf drin, dass Friedensverhandlungen gar nie weder gewünscht waren, noch irgendwie stattgefunden hätten. Ich habe nur sowas im Kopf, dass Adolf Hitler gesagt haben soll, wenn dieser Schweinehund jetzt nur nicht Verhandlungen will, sowas habe ich im Kopf drin, sonst verstehe ich nichts von Geschichte und jetzt plötzlich wird da von Friedensverhandlungen geredet. Ich bin mal gespannt, was dazu gesagt wird. Ich möchte zu Herrn Professor Dr. Vogt, noch kommen Sie schon bitte langsam nach oben,
paar Daten durchgeben. Er ist also ein Historiker, TV-Journalist, Filmemacher, Publizist in Deutschland. Er hat sein Studium der Geschichte und der politischen Wissenschaften an der Universität München absolviert, Ernennung zum Professor 1998, hat verschiedenste deutschen Fernsehen, Filme veröffentlicht, Dokumentarfilme, die allerdings recht Gesprächsstoff gegeben haben in der Bevölkerung. Er war 15 Jahre tätig als Pressekommunikations- und Marketingchef in Unternehmen und Verbänden der Wirtschaft. Seit 1990 parallele Lehrtätigkeiten als Kommunikations- und Medienwissenschaftler an verschiedensten Universitäten im In- und Ausland. Mein Eindruck, da steht ein kompetenter Mann. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Vogt. Wir sind gespannt auf Sie. Danke. Ja, zunächst mal ein herzliches Dankeschön für die Einladung und ein herzliches Dankeschön für Ihre Geduld, nach einem solchen vollgepackten Tag sich jetzt auch noch ein zeitgeschichtliches Thema antun zu wollen. Ich will zu dem, was wir bis jetzt gehört haben, noch zwei ganz kleine Anmerkungen machen, weil es Schnittstellen zu meiner jetzigen aktuellen Tätigkeit gibt und weil es das eigentlich schön ergänzt. Den letzten Film, den wir gerade gesehen haben, der erfährt im Moment eigentlich noch eine fast noch schlimmere Variante. Das Patent von Herrn Ebner und von Herrn Kirsch ist inzwischen frei. Daniel Ebner, ich hatte die Gelegenheit, ihn zu Hause zu besuchen. Ich habe mir die Maispflanzen, ich habe mir die gigantischen Fische, die Forellen angesehen und gefilmt. Wir haben zwei große Interviews miteinander gemacht. Agiert jetzt in dem Besitz dieses Patentes mit seiner Schwester gemeinsam und versucht es umzusetzen. Der eigentliche Skandal ist, dass nach 20 Jahren des in der Schublade liegens von Ziba Geigy dieses Patent heute niemanden interessiert. Jetzt, wo die Forschung, wo die Wissenschaft, wo die großen Gelder der Staaten, ob das die Schweiz, ob das die Bundesrepublik ist oder ob das Österreich ist, sagen könnten, wir geben hier Geld rein, wir unterstützen eine solche Tätigkeit, ist er in Schwarzafrika unterwegs, weil er dort Unterstützung findet, weil dort jemand versucht, der Wissenschafts- und Wirtschaftsminister, ich glaube in Madagaskar, diese Sachen umzusetzen. Das heißt, der eigentliche Skandal ist, dass es heute, wo wir es jetzt frei machen könnten, niemand interessiert, obwohl inzwischen die Möglichkeit dazu besteht, mit seinem Uhrzeitcode, mit seiner Technik hier eine Menge zu erreichen und zu tun. Und eine zweite Bemerkung zu meinen Vorrednern. Ich habe im Zusammenhang mit dem DMS Nummer 5 recherchiert und wir haben festgestellt, es gibt noch eine weitere psychiatrische oder als behandlungswürdig zu behandelnde Krankheit, die diskutiert wird, ob sie in dem nächsten Band, der im übernächsten Jahr erscheinen soll, aufgenommen werden soll. Und das ist sinngemäß ein übermäßiger Oppositionsgeist gegen die Obrigkeit. Das steht da wirklich so drin. Ich kann dann dem Saal nur zurufen, willkommen im Club, denn da sind wir dann mit dabei, wenn wir uns wirklich eines solchen Vergehens schuldig machen. Das tun wir uns heute mit dem ganzen Tag. Ein übermäßiger Oppositionsgeist gegen die Obrigkeit. Das ist noch ein schöner Aspekt, den ich nicht außer Acht lassen wollte, weil er einfach wunderschön in das Konzept, in die Idee dieser Veranstaltung letztendlich hineinpasst. Jetzt komme ich zu meinem eigenen Thema. Ich will Sie auf eine Zeitreise nehmen. Ich will Sie zurückführen zu einem Ereignis, das viele, viele Jahrzehnte zurückliegt. Und weil es solche Vorbemerkungen und weil es solchen Wirbel in der Vergangenheit gegeben hat und bis hin hier auch zu der Veranstaltung selber, obwohl, das muss ich in Klammern auch sagen, das an sich gar nicht der
ich sag mal, wichtigste oder prominenteste Film gewesen ist, den ich zum Thema Zeitgeschichte gemacht habe. 1983 war es noch möglich, in der ARD im Abendprogramm einen Zweiteiler über alliierte Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg zu machen. Das halte ich für mich gesehen für meine beiden wichtigsten Filme. Und diese beiden Filme sind immerhin vom deutschen Fernsehen 83 ausgestrahlt worden. Das sind Sachen, die heute nicht mehr möglich wären. Wenn wir uns jetzt im Folgenden mit einem Ereignis des Jahres 1941 befassen, dann muss ich und will, und das geht gar nicht anders, ich mich auf dieses Ereignis konzentrieren. So wenig, wie man den Vorrednern vorwerfen könnte, wenn sie über Impfen oder wenn sie über die Psychiatrie reden, dass sie deswegen die Nebenwirkungen von Mobilfunk oder die Problematik von Chemtrails verharmlosen oder leugnen oder sonst irgendetwas machen, was völlig unredlich und unsinnig wäre. Genauso wenig kann ich, wenn ich mich auf ein einziges und ein einzelnes Thema anhand von zahlreichen Dokumenten konzentriere, mich mit der gesamten Geschichte des Zweiten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte befassen. Das zum Vorwurf zu machen, ist natürlich wissenschaftlich unredlich. Es gibt tausende von Monographien zu Einzelthemen, die nicht alle anderen Themen beinhalten können. Und weil sie die ganzen anderen Themen nicht beinhalten können, natürlich nicht automatisch irgendwelche Völkerrechtsverletzungen, irgendwelche Kriegsverbrechen, was auch immer, deswegen verharmlosen, leugnen. Sie sind nicht mein Thema. Wir springen in das Jahr 1941 und wir springen zu einer Episode, die ich in dem Ereignis quasi mittendrin aufrolle, und wir gucken uns aus dem schon zitierten Film Geheimakte Hess die ersten 2 Minuten an, weil sie genau das Ereignis zunächst mal darstellen, um was es ganz konkret geht und an dem sich dann alles weitere aufhängt. Wenn ich jetzt die ersten 2 Minuten bitte, wenn wir uns die bitte ansehen könnten. Dungavel House in Schottland. 10. Mai 1941. 1 Stunde vor Mitternacht. 4 Männer warten auf ein Flugzeug aus Deutschland. Damit die Maschine sicher aufsetzen kann, ist die Landebahn beleuchtet. Wenig später funkt der Pilot den vereinbarten Code. Zur völligen Verblüffung der Briten gibt er sich als Rudolf Hess, Stellvertreter Adolf Hitlers, zu erkennen. Die Engländer löschen umgehend die Landebefeuerung. Sie haben einen anderen Gesandten aus Deutschland erwartet und nicht mit einem so hochrangigen Politiker wie Rudolf Hess gerechnet. Als der Maschine der Sprit ausgeht, springt Hess mit dem Fallschirm ab. Das Flugzeug zerschellt am Boden. Eine Szene, festgehalten auf einer späteren Kinderzeichnung seines Sohnes Wolf Rüdiger. Aufnahmen der abgestürzten und völlig zerstörten Messerschmitt 110 mit der Kennung VJOQ, der Maschine von Rudolf Hess. Wenig später entdeckt ein Bauer 40 Kilometer nördlich der schottischen Hauptstadt Glasgow den abgesprungenen deutschen Politiker. Der Englandflug. Eines der letzten ungelösten Mysterien des Zweiten Weltkriegs. Tief umhüllt vom Nebel britischer Geheimhaltung und diversen Täuschungsaktionen, die bis in die Gegenwart hineinwirken. Bis zum heutigen Tag verhindern sie die Antwort auf die Frage, ob Rudolf Hess ohne Wissen Hitlers nach England flog, ob er in dessen Auftrag einen sofortigen Waffenstillstand zwischen England und dem Deutschen Reich aushandeln sollte oder ob er in eine englische Falle gelockt wurde. Jetzt hoffe ich, dass das mit der Fernbedienung funktioniert. Denn jetzt würde ich gerne... Okay, gut. Das ist im Grunde genommen der Ausgangspunkt. Und das, was Sie oben sehen und was Sie im Film dann auch ausführlich sehen, ist Martin Allen, ein junger englischer, britischer Historiker, ein Spezialist,
für die Akten des Auswärtigen Amtes, des Foreign Office in London. Und das ist auch genau das Besondere an diesem Fall. Er hat sich diese Akten angesehen, er hat die Akten durchgearbeitet und hat dann in einem der größten Buchverlage der Welt das Buch Die Hitler Hess Deception geschrieben, was in Deutsch unter Churchills Friedensfalle auf den Markt gebracht wurde. Die Hintergrundgeschichte dieser Veröffentlichung ist nochmal ein eigener Krimi. Ich bin mit Martin Allen in London im Public Record Office gewesen. Das ist das große Nationalarchiv der Engländer, wo die ganzen Dokumente über Jahrhunderte gelagert sind. Und das Problem bei der klassischen eigentlichen Hess-Akte, die kann man anfordern. Man kann sie auch als Fernsehjournalist anfordern, bekommt dann solche Klappen zur Verfügung gestellt. Und da steht dann drauf, dass dieser Inhalt geschlossen ist, in diesem Falle bis 2019, offiziell bis 2017. Ich habe welche gefunden bis 2021. Dazu muss man sagen, dass diese Aktenverschluss immer wieder verlängert wurde. Er sollte in den 80er Jahren veröffentlicht werden und es ist dann immer später geworden und heute stehen wir eben, wie gesagt, zwischen 2017 und 2021 und ich würde keine Wette eingehen, wenn wir uns in 10 Jahren dorthin begäben, ob es dann wirklich so wäre, dass hinter diesem Blatt etwas Wirkliches an Dokumenten zur Verfügung stünde. Das Problem ist, dass die offizielle Hess-Akte als solche geschlossen ist, dass es aber Nebenakten gibt und dass eine bestimmte Korrespondenz von Akten mit dem Auswärtigen Amt geführt wurde. Und Martin Allen als Spezialist der Akten des Foreign Office hat diese Akten in den Files des Foreign Office gefunden. Das ist das Besondere. Da hat niemand danach gesucht und irgendjemand hat auch, ja, ich sag mal nicht aufgepasst und hat diese Akten nicht rechtzeitig unter Verschluss gepackt und deswegen war es ihm möglich, hier Dinge zu rekonstruieren, zwar nicht den Fall zu lösen, behaupten wir auch in unserem Film überhaupt nicht, auch nicht die letzte Antwort zu geben, behaupte ich auch nicht, sondern einen gewissen Indizienbeweis zu führen, der allerdings eine Menge für sich hat. Wir haben es zu tun, deswegen im Englischen auch diese Falle und in der deutschen Übersetzung ja auch, das Täuschungsmanöver, Hitler-Hess-Deception, mit einer angelegten, ja, Täuschungsaktivität unter der Regie von Winston Churchill, die vom SO1, das SO1 ist eine spezielle Unterorganisation des britischen Geheimdienstes gewesen, die nochmal, ich sag mal, vertraulicher und abgekapselter gewesen ist als der Secret Service selbst. Und dieses SO1 hat eine Korrespondenz geführt, von der Hess geglaubt hat, dass er sie mit dem Duke of Hamilton, einem Bekannten und Vertrauten, geführt hat und wo es um die Frage des Auslotens der Friedensbereitschaft der britischen Regierung unter Winston Churchill ging. Auf der anderen Seite saß aber als Antwortschreiber nicht der Duke of Hamilton, sondern eben die Leute vom SO1, die dafür gesorgt haben, dass eben die ganze Korrespondenz so vor sich hinköchelte und das ein oder andere überlegt wurde, als aber nichts passierte. Und insofern war dann die Überraschung, das ist das letztendlich das, der Hintergrund des Fluges, für die Engländer relativ groß, als aus der Korrespondenz hervorging, dass man beabsichtigt, auf der deutschen Seite einen Unterhändler zu schicken, der mit einem weiteren, muss man dazu sagen, offiziellen Verhandlungsangebot in London aufschlagen würde. Und dieses Vorgespräch sollte eben bei dem Duke of Hamilton, das haben wir gerade gesehen, der hat einen eigenen Landeplatz vor seinem Schloss stattfinden und man hat damit gerechnet, dass der damalige ehemalige Botschafter in Großbritannien, Bohle, Chef der NSDAP-Auslandsorganisation, der Gesprächspartner sein würde. Die große Überraschung war nur, dass statt eines sicherlich wichtigen, auch späteren Gauleiters, jemand, der eine Funktion in der NS-Hierarchie gehabt hat, jetzt plötzlich jemand kam, an dem man in der politischen
Autorisierung und Verhandlungspotenz nicht würde vorbeigehen können. Das ging aus der Korrespondenz ursprünglich nicht hervor, dass Hess persönlich würde fliegen wollen und dann auch geflogen ist, sondern man hat eben, wie gesagt, mit Ernst Bohle gerechnet, und insofern war die Überraschung dann riesengroß, als die Korrespondenz geführt haben, die Fackeln aufgestellt haben, damit das Flugzeug sicher landet, und dann hätte man was auch immer mit Bohle gemacht und sich mit ihm unterhalten oder auch nicht. Plötzlich jemand kam, der zumindest von der Funktion her die Autorität besaß, echte Verhandlungen zu führen. Das hat natürlich auf beiden Seiten Verlegenheiten, vor allen Dingen auf der britischen, ich komme auf die deutschen nachher nochmal zurück, hervorgerufen. Und insofern ist eben genau das der Punkt des konkreten Friedensfluges. SR-1, also der britische Geheimdienst, hat diese Gespräche geführt. Gesteuert wurden sie von dem im Ditchley Park sitzenden Kriegskabinett unter Winston Churchill. Dort sind die Fäden zusammengelaufen und dort wurde auch die Marschroute der Politik geführt. Wir haben, es ist gerade gesagt worden, diesen Film in zwei Teilen, der sich erst im ersten Teil mit dem Englandflug, im zweiten Teil mit dem Schwerpunkt des Endes von Hess in Spandau befasst, auf NTV ausgestrahlt und in einem Technikmagazin, einem Wissenschaftsmagazin. Die Sendungen sind insgesamt 7-mal wiederholt worden. Zu dem Zeitpunkt hat sich da erstmal keiner aufgeregt. Das kam dann alles später. Das war eins zu früh. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung. Martin Allen erläutert das, was er an Dokumenten gefunden hat. Und ich werde mich vor allen Dingen auch genau auf das stützen. Englandflug am 10. Mai 1941. Lange vorbereitet. In dem Film wird ausführlich darauf eingegangen, wie Hess die Me-110 hat umbauen lassen. Da sitzt an sich ein Schütze, da sitzt einer, der als Funker die Maschine mit steuert und leitet. Diese Plätze sind alle rausgebaut worden, stattdessen ist ein monstermäßiger Tank eingebaut worden, dass Hess eben in der Lage gewesen ist, von Deutschland über den Kanal bis nach Schottland zu fliegen, die Strecke ganz alleine zu fliegen und dann eben dort anzukommen, weil er keine weiteren Personen mit in der Maschine haben wollte. Deswegen wurde die umgebaut. Auch das sieht man, wie er das inspiziert, die Umbaumaßnahmen bei Messerschmitt und zusammen mit Messerschmitt Werke besichtigt und die entsprechenden Vorbereitungen betrifft. Hess war aufgrund seiner Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg und aufgrund seiner fliegerischen Fähigkeiten, er hat 1937, glaube ich, den Zugspitzflugrekord, Weltrekord gewonnen, jemand, der sowas technisch beherrschen konnte. Er war professionell, was das Fliegen betraf. Insofern war er einer derjenigen, der das auch völlig problemlos hat bewältigen können. Die ganze Frage, die sich jetzt um diesen Flug rankt und die ich Ihnen heute nicht beantworten kann, was wir im Film nicht gemacht haben und was ich auch heute nicht machen kann, weil dazu dann natürlich dann in der Tat noch Akten fehlen, ist das ganze Geschehen mit Wissen Hitlers. Dafür gibt es Indizien, diese Frage zu beantworten, aber letztendlich beantworten können wir sie nicht. Das heißt, ist das der Flug eines Toren, wie eine Biografie heißt, die sich mit dem Flug befasst, also jemand, der sich wichtig machen wollte oder der einfach durchgedreht war und dann mal eben rübergeflogen ist und meinte, hier irgendwelche Gespräche führen zu müssen, oder ist es ein echter Gesandter gewesen, der einen ganz konkreten Auftrag gehabt hat, einen ganz konkreten Vorschlag machen sollte? Und wenn Sie jetzt fragen, mein Gott, wir haben jetzt 2010, warum ist das so wichtig? Sie werden es nachher sehen anhand der Unterlagen, der Dokumente, dass das ein Thema ist, was wichtig ist und was uns bis auf den heutigen Tag politisch bewegt und politisch umtreibt, so erstaunlich das ist, obwohl es ja Jahrzehnte inzwischen vergangen ist. Man muss in dem ganzen Zusammenhang wissen, das ist jetzt eins der ersten Dokumente,
was wir im Public Record Office dann auch abgefilmt haben. Das war alles gar kein Problem. Wir haben also die ganzen Dokumente ausgehändigt bekommen, im Archiv natürlich, haben die im Archiv fotografiert und gefilmt, was sich mit Vorschlägen befasst, die über den damaligen britischen Botschafter in Schweden, Mallet, vorgetragen wurden an den Staatssekretär Cadogan. Und zwar geht es um Gespräche, die dieser Botschafter Mallet mit dem persönlichen Rechtsanwalt von Hitler, Ludwig Walsauer, geführt hat. Und das ist eines jener Beispiele, die man aus diesen ganzen Dokumenten und Unterlagen entnehmen kann, dass Hess ja da nicht solitär oder singulär irgendwelche, wenn er denn Vorschläge gemacht hat, wie er auch selber behauptet, dastand, sondern dass das eingebunden werden muss in unzählige Friedensinitiativen und Vorschlägen aus allen politischen Lagern unterschiedlicher Nationen. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Das, was hier beispielsweise in diesem Gespräch zwischen Ludwig Walsauer und Mallet vorgeschlagen wurde, mit der Bitte natürlich, es an Churchill, an die Regierung weiterzugeben, war, dass beispielsweise angeboten wurde von Walsauerseits im Auftrag Hitlers, das ist also hier völlig unstrittig, die völlige politische Unabhängigkeit der europäischen Länder, und zwar der, die durch die Wehrmacht und durch Deutschland besetzt wurden, inklusive der Wiederherstellung eines polnischen Staates, in diesem Fall, bei diesem Vorschlag, ohne Ausschluss der Tschechoslowakei. Das Politikum, was aber allein in diesem Vorschlag drin steckt, weswegen dieses Buch von Martin Allen, bevor es in irgendeine andere Sprache übersetzt wurde, ganz heiß von den Polen aufgegriffen wurde und in einer polnischen Übersetzung vorgelegt wurde, ist, dass eben hier die Wiederherstellung des polnischen Staates angeboten wurde. Das heißt, nicht nur der Rückzug der deutschen Besatzungstruppen aus Polen, sondern auch die Wiederherstellung des polnischen Staates. Das war, wenn Sie sich erinnern, am 3. September 1939 der Kriegseintrittsgrund Englands und Frankreichs. Wenn der mit einem solchen Angebot quasi wegfiele, wenn also der Grund, den Großbritannien der Weltöffentlichkeit gegenüber kommuniziert hat, wir stehen an der Seite Polens, wenn Polen angegriffen wird, dann sind quasi wir angegriffen, dann stehen wir Polen zur Seite und erklären dem Aggressor den Krieg. Das ist am 3. September 1939 dann passiert, dass eine solche Begründung natürlich in dem Moment, wo dieser Staat nicht mehr besetzt ist, wo dieser Staat nicht mehr angegriffen ist, würde der Kriegseintrittsgrund für Großbritannien entfallen. Das ist etwas, was in Polen höchst Irritationen, als dieses Buch dann erschien, hervorgerufen hat, weil damit natürlich plötzlich deutlich war, dass Churchill, und das ist eben leider ein Nebeneffekt und deswegen werden wir so attackiert bei diesem Film, dass Churchill überhaupt gar kein Interesse an dem Schicksal der Polen, des polnischen Staates gehabt hat, denn die Möglichkeit, auf so etwas einzugehen, wenigstens darüber zu reden, wäre ja ein Punkt gewesen, der, wenn ihm Polen in erster Linie am Herzen gelegen hätte, etwas gewesen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Es gibt einen weiteren Vorstoß des päpstlichen Nuntius und späteren Papstes, der sich ebenfalls an England wendet. Auch das geht dann jetzt von dem Vatikan, in diesem Fall von dem Vatikan aus, ist also nicht mehr NS-Partei, wie Walsauer das natürlich war. Und hier wird es dann nochmal ein Tick konkreter. Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und Frankreich würden wieder unabhängige freie Staaten. Das heißt, der komplette Rückzug der Wehrmacht aus all den besetzten Staaten und die Wiederherstellung to choose their constitution and government, also die eigene Regierung nach eigenem Gutdünken zu wiederherzustellen. Also es geht nicht um die Frage, dass da irgendwelche Regierungen von NS-Gnaden etabliert werden sollen, sondern dass die Aussage des päpstlichen Nuntius ist, die bestimmen über ihr Schicksal und über ihre entsprechende politische Organisation selber.
Deutschland zieht alle seine militärischen Truppen zurück und würde auch für die angerichteten Schäden eine Art Wiedergutmachung leisten. Also hier in Form von Reparation für die angerichteten Schäden während der Besatzung zahlen. Sicherlich auch ein Punkt, der über den ist, wir reden immer vom Jahr 41. Auch das muss ich vielleicht noch in Erinnerung rufen. Wir reden von einem Jahr, an dem gemessen, an dem unmenschlichen und unermesslichen Leid, was dieser Krieg über so viele Menschen anschließend noch gebracht hat, erst das Vorspiel gelaufen war. Das richtige Sterben, das richtige Morden, die richtigen Massaker haben alle danach stattgefunden. Das ist alles noch zu einem Zeitpunkt vor dem Russlandfeldzug, vor der ganzen Entwicklung in Osteuropa. Auch das muss man alles wissen. Millionen von Toten finden erst danach statt. Nicht, es ist schlimm, was bis dahin passiert ist, aber das, was jetzt noch kommt, sprengt alle Dimensionen, die bis 1941 stattgefunden haben. Die Angriffswaffen werden zerstört, eine Formulierung, die wir dann aus den späteren kalten Kriegsformulierungen her kennen. Auch das ist ein Punkt in diesem Paket, was über den Nuntius gelaufen ist. Und hier nochmal, auch bei ihm, auch bei dem päpstlichen Nuntius, die Wiederherstellung der nationalen Identität des polnischen Staates wird wiederhergestellt. Wobei der Nuntius, weil er das quasi im Auftrag oder in Abstimmung mit der deutschen Regierung gemacht hat, nichts sagen kann über die von der Sowjetunion okkupierten Gebiete. Er kann nur das zurückziehen, was an oder das anbieten, was an deutschen Truppen dort als Besatzungstruppen installiert ist. Er kann über die sowjetischen Truppen nichts sagen, logischerweise, weil das ein Angebot war, was natürlich mit der Reichsregierung abgestimmt war, aber nichts, was mit Stalin abgestimmt war. Wir haben dann im Public Record Office das ist die Kopie Nummer 8, das ist eines der wenigen, oder im Public Record Office das einzig erhaltene Exemplar einer Dokumentation, die nur für den Außenminister vorgesehen war, eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Friedensfühlern vom September 1939 bis März 1941. Also ein ganzes Dossier. Vielseitiges Dossier mit unterschiedlichen Friedensfühlern, und hier wird dann auch deutlich, dass es eben ganz unterschiedliche politische Gruppen sind. Ich gehe das jetzt nun mal der Reihe nach durch. König von Schweden, neutrales Land, weder auf der Seite Deutschlands noch auf der Seite der Alliierten. Der König von Schweden hat weder mit den Nazis was zu tun, noch hat er was mit den Alliierten zu tun. Insofern eine neutrale Persönlichkeit, die sich ebenfalls hier in Richtung Friedensinitiative äußert. Der Premierminister von Finnland, gut, mag man sagen, ist Partei. König von Spanien, sicherlich gehört eher zum befreundeten Lager. Gleichwohl alles Initiativen aus dem Ausland, die sich in Richtung Friedensvorschläge an die britische Regierung nennen. Daleros ist ein schwedischer Großindustrieller, ein persönlicher Bekannter von Göring, also jemand, der eine ganz enge Nähe hatte zu der NS-Führungsspitze. Insofern einerseits sicherlich Partei, andererseits aber eben auch jemand, der Gewicht hat. Wenn Daleros irgendwo, Bürger Daleros irgendwo auftritt und einen solchen Vorschlag macht, dann kann man davon ausgehen, dass das etwas ist, was auf jeden Fall Göring wusste. Insofern die Spitze der Reichsregierung hier mit involviert war und das nicht einfach eine Privatmeinung eines schwedischen Großindustriellen ist. Weißauer ist schon erwähnt worden. Ich hatte ganz am Anfang das Dokument mit Mellet, dem schwedischen Botschafter, gezeigt. Auch er wird ausführlich aufgelistet in diesem Dossier des Foreign Office. Und er geht auch noch mal ein auf muss ich gerade noch mal gucken. Das bezieht sich auch in dem Fall noch mal auf den König von Schweden, dass auch der quasi sich interveniert, positiv interveniert in Richtung Frieden,
Friedensvorschläge. Und auch hier kommen wieder die Vorschläge von Weissauer jetzt in diesem Dossier nochmal zum Tragen. Das ist also dann das, was dann von Mellet nachher über den an den Außenminister gegeben wurde, wo es um dann die Frage geht, wie man sich mit dem Kolonialbereich einigt, dass die Engländer da also alles behalten können und machen können, was sie wollen, aber eben die auch hier wieder die Wiederherstellung des polnischen Staates. Das ist also eine Schlüsselinformation, die sich durch viele solche Angebote zieht. Der Rückzug von den, aus den besetzten Gebieten, der Rückzug der, der Wehrmacht aus den verschiedenen Ländern und eben die Wiederherstellung der, der Staaten unter eigener politischer Regie. Dr. Wirth, werden Sie hier nicht kennen, kennt man auch in der Bundesrepublik nicht mehr, ist ein ehemaliger, Josef Wirth, ehemaliger Reichskanzler der Weimarer Republik gewesen, ein Zentrumsmann, also überzeugter Katholik, jemand, der nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er an sich von seiner Herkunft eher ein Linker war, in der DDR, in die DDR übergesiedelt ist und sich dort für ein neutrales Gesamtdeutschland engagiert hat. Also ein linker Christ, wenn man so will, jemand, der hier im Dritten Reich nicht nur keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen konnte, sondern emigrieren musste. Auch solche Leute, die also mit dem System gar nichts zu tun haben, werden in London vorstellig und diskutieren und überlegen, wie man hier diesen unsäglichen Krieg beenden kann. Hugh Dalton hat, das ist ein sehr interessantes Dokument, Hugh Dalton hat an den frisch gewählten Außenminister Anthony Eden 1941 vor dem Hintergrund all dieser ganzen Diskussionen ein Memo geschrieben, in dem er deutlich macht, natürlich, wenn man im Krieg ist, wie er so schön schreibt, Knochenkegeln gegen die Hunnen, das ist völlig in Ordnung. Aber das, was Winston Churchill hier vorhat, nämlich die Sowjetunion in den Krieg und die USA in den Krieg hineinzuziehen, also aus dem europäischen Krieg einen riesigen Weltkrieg zu machen, das ist etwas, was er mit seinem Gewissen nicht in Einklang bringen kann. Hugh Dalton in dieser Koalitionsregierung der Regierung Churchill, Labour-Abgeordneter, Churchill ist ja Conservative Party, er ist Labour Party, also vom Koalitionspartner, ist Chef der Geheimdienste, Chef des Geheimdienstes. Er hat diese Operation, jetzt muss ich mal sehen, ja doch genau, er hat diese Operation, sie nannten das HHHH, da steckt also Himmler, Hess, Halifax, und noch fällt mir gleich noch ein vierter dahinter, das war diese SO1 Geheimdienstorganisation, unter diesem Code lief das, also quasi einen Verhandlungsführer oder einen Experten, wen auch immer, zu Verhandlungen nach England zu locken, aber eben letztendlich nicht zu irgendeinem Ergebnis es kommen zu lassen. Das war ihm klar. Wenn das scheitert, wenn also dieser Krieg in dieser Form weitergeht, wie Churchill sich das vorstellt, er hat den schönen Satz gesagt, wir werden den europäischen Krieg nicht gewinnen, wir werden nur einen Weltkrieg gewinnen. Da hat dann der Geheimdienstchef des britischen Geheimdienstes plötzlich Skrupel. Es hat ihn, diese Skrupel haben ihn seinen Job gekostet. Er ist von Churchill gefeuert worden, weil er eben hier bei diesem Thema nicht so mitmachen wollte, wie Churchill das wollte. Die ideologische und politische Schlüsselfigur ist der Staatssekretär im Foreign Office, Lord Vansittart, späterer Lord Vansittart, und das ist hier das entscheidende Schlüsseldokument, weil es die ganze Philosophie zum Ausdruck bringt, die dort hinterbringt. Vansittart, der Deutschland gut kannte, der nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland zu Besuch gewesen ist, Deutschland bereist hat, ohne da irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht zu haben, zumindest schreibt er davon selber nichts, ist das, was man entweder aus chauvinistischen oder rassistischen Gründen nennt, ein abgrundtiefer deutschen Hasser, und er gibt die politische Marschroute vor und sagt, das, wo es jetzt drauf ankommt, was jetzt die Frage ist, um die es jetzt geht, ist, ob das Deutsche Reich
untergeht. Und wenn ich sage unter, dann meine ich richtig untergehen. Also ihm ging es überhaupt nicht mehr um die Frage Polen. Wenzel, da ging es auch überhaupt nicht um die Frage von Menschenrechten oder die Frage, dass mit dem NS-Regime ein antidemokratisches, totalitäres Regime Deutschland beherrschte und man jetzt aus Gründen einer demokratischen Einstellung sagte, hier muss man quasi vom Ausland her helfen oder was auch immer tun, um dieses Regime wegzukriegen. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das Einzige, was ihn interessiert hat, war der Untergang des Deutschen Reiches. Das ist dummerweise 1918 hat das nicht richtig funktioniert und wenigstens jetzt soll es richtig gemacht werden. Und das ist das, wie er Anthony Eden dann regelrecht einnordet, damit da auch nichts schief geht. Der Feind, wie er dann sagt, ist das Deutsche Reich, nicht der Narzissmus. Klarer, ehrlicher. Insofern bin ich Wenzetert als Historiker dankbar für eine solche Aussage, kann man es nicht mehr sagen. Es ist nicht der Narzissmus, der interessiert ihn gar nicht. Nochmal Churchill, ob Deutschland von den Nazis regiert wird oder vor allem Jesuitenpater, ist mir egal. Das ist das, was bei Wenzetert hier zum Ausdruck kommt. Es ist die Aussage, dass es eben hier um die Gegnerschaft zu dem Deutschen Reich geht und nicht um die Frage der politischen Regierung, die dort im Moment des Schreibens des Briefes an der Regierung war. Und wir haben Bezug genommen auf all diese Friedensfühler und es gab nicht nur die in dem Dossier, es gab eine ganze Menge mehr, es sind glaube ich um die 60 gewesen, die stattgefunden haben. Wir haben genug von solchen Friedensfühlern und wir haben genug von solchen Leuten wie Dalerus, den haben wir gerade schon kennengelernt, Gördeler, Weissauer haben wir schon kennengelernt und Konsorten. Der Mittlere da drin ist die spannendste Figur und die politisch entlarvendste Figur. Gördeler, ehemaliger Leipziger Oberbürgermeister, ist einer der führenden, wir kennen hier im Ausland oder wir kennen auch zum Teil in der Bundesrepublik, verbinden wir mit dem 20. Juli natürlich Graf Stauffenberg. Gördeler ist einer der führenden Männer des deutschen Widerstandes, potenzieller Reichskanzler in einer vom Widerstand getragenen Figur, also jemand, der aus der Sicht der moralischen Wertigkeit, wenn denn das für Wenzetert eine Rolle gespielt hätte, ein Lieblingskandidat und Gesprächsführer hätte sein müssen, weil mit Hilfe von Gördeler und mit Hilfe der Verbindung, die er natürlich hatte, im Zweifelsfalle das NS-Regime hätte auch beseitigt werden können und dort eine andere Regierung, eine demokratische Regierung, eine gewählte Regierung hätte an die Regierung oder an die Macht kommen können. Gördeler in einem Atemzug mit einem Göring-Vertrauten und einem Anwalt Hitlers mit dem Begriff und Konsorten, von denen man genug hat, abzuqualifizieren, das ist die Geisteshaltung, die für Wenzetert leider typisch ist und die deutlich macht, dass es eben diese Frage Recht, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Menschenwürde oder auch jetzt, ich habe das Thema Polen schon ein paar Mal angesprochen, um die Freiheit der anderen europäischen besetzten Länder oder die Freiheit der Polen überhaupt nicht ging. Das war für ihn kein Punkt. Er ist der Chefdenker, er ist der Einflüsterer für Churchill, wobei da gar nicht so viel eingeflüstert werden muss. Das ist derjenige, der im Grunde die Politik in diesem Bereich bestimmt und beeinflusst. Jetzt kommt eben der Flug, der vorbereitet wird auf deutscher Seite, auf ihn komme ich gleich noch, von Professor Karl Haushofer und Hess fliegt rüber und die Leuchtfeuer werden ausgelöscht, die Maschine stürzt ab, Hess springt ab, wie das Wolf Rüdiger Hess, der Sohn, dann später mal als Kind gezeichnet hat und die Trümmer werden geborgen und auch Hess wird gefangen gesetzt, der springt einfach ab, ist dann natürlich durch Uniform und so weiter erkennbar als ein Angehöriger des Feindes, wird festgenommen und wird verhört.
das, was wir bis heute nicht wissen, ist, was in diesem Verhör stattgefunden hat. Alle Akten, die sind eben auch nicht in den Foreign Office Akten, alle Akten dazu sind bis heute gesperrt und ob sie jemals freigegeben werden, weiß man nicht. Also diese Gespräche, die dann auch mit dem Lord Kanzler stattgefunden haben, nicht nur jetzt hier mit ersten Verhörbeamten, die sind alle unverändert unter Verschluss. Selbst bei der Verhaftung von Hess wurde rumgedrickst. Da hat man dann, wenn Sie das jemals gesehen haben, steht da so ein Bauer vor diesem abgestürzten Wrack und erklärt, dass er also jetzt hier Hess gefunden hat. Und dann hat ihn natürlich gleich gekrallt und hat ihn verhaftet und hat ihn zu den Soldaten gebracht. Kurz vor seinem Tod hat derjenige, der ihn wirklich, Daniel McBride, inhaftiert hat, damals Sergeant der Fernmeldetruppe, gesagt, dass er halt ein Redeverbot bekommen hat über dieses Thema. Und das Interessante ist, dass er dann gesagt hat, ich behaupte, dass hochrangige Regierungsmitglieder sein Kommen erwartet hatten. Sein weiß man nicht, einkommen, das sicherlich. In jener Nacht wurde weder Luftalarm gegeben, noch wurde das Flugzeug vom Radarkontrollraum erfasst. Muss ich vorstellen, dass eine feindliche Maschine mit, wir haben es ja gesehen, den Hoheitszeichen des Dritten Reiches quer durch England bis nach Schottland fliegt und es passiert gar nichts. Der kann einmal quer durch das Land fliegen und das Einzige, was man zum Schluss macht, ist, dass man die Landefeuer ausmacht. Das heißt, natürlich haben die gewusst, dass da jemand kommt. Natürlich war ihnen klar, dass es ein Gesprächspartner sein würde. Sie haben nicht gewusst, dass es Hess war, aber sie haben gewusst, dass ein wichtiger Gesprächspartner kam und was aber auch bis zum heutigen Tag abgestritten wird und erst durch die Ehrlichkeit von McBride überhaupt zum Ausdruck kam. Hess selber ist inhaftiert worden und ist dann später nach dem Nürnberger Prozess, wo er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, gegen das Votum der Sowjetunion. Die Sowjetunion wollte ihn zum Tode verurteilen, weil die Sowjetunion geahnt haben, dass der Hess-Flug etwas mit einem Separatfrieden, der möglicherweise die Sowjetunion betraf oder hätte betreffen können, zusammenhängt. Deswegen wollten sie seinen Tod. Die Westalliierten wollten das nicht und haben ihn 20 Jahre lang hier, das ist die ehemalige Feste in Spandau in Berlin, eingesperrt. Jetzt kam der Nürnberger Prozess, ich habe das schon angesprochen. Das hier ist der Hartschimmelhof in Oberbayern der Familie Haushofer, so wie man ihn heute besichtigen oder besuchen kann. Dort hat Karl Haushofer gelebt. Karl Haushofer ist der Begründer der Geologie und der, nicht der Geologie, sondern der Geopolitik, Entschuldigung, ist der Begründer der Geopolitik, ein international renommierter Wissenschaftler, vielsprachig, polyglott und jemand, der auch beste Verbindungen hatte, persönlicher Art, in den englischen Hochadel. Und er ist quasi der väterliche, wenn man so will, väterliche Mentor seit Ende des Ersten Weltkrieges von Hess. Die kannten sich also von sehr lange her. Und Haushofer hat die ganzen Verhandlungen, hier sieht man beide aus frühen Jahren, aus der Münchner Zeit, hat er geführt, zusammen mit seinem Sohn, dem Professor Albrecht Haushofer. Albrecht Haushofer ist dann derjenige, der, wie man hier, das ist auch etwas, was wir, auch das macht natürlich dann irgendwie so ein bisschen Ärger bei den etablierten Historikern. Wir sind eben an das Tagebuch rangekommen, das hat vorher noch nie jemand gesehen oder filmen oder fotografieren dürfen. Und in diesem Tagebuch wird von der Mission, die Albrecht Haushofer zu Vorgesprächen in England hat, berichtet. Und es wird eben auch berichtet, dass es hier um einen heiklen Auftrag geht, der in der Schweiz vorbereitet wurde und Hess dort zu einem Vertrauensmann wegen eines Verständigungsfriedens mit England, um diesen anzubahnen, aufbricht. Und das Ganze wird eben festgehalten hier in dem Tagebuch der Haushofers und wird von Karl und Albrecht Haushofer entsprechend begleitet. Und hier noch eine zweite, Albrecht auf der Durchreise nach Genf zu Burkhardt, das ist der
Völkerbund, der für Danzig zuständig war. Und auch hier geht es um die Ausführung des von Rudolf Hess erhaltenen Auftrages in Sachen diesen Verständigungsfrieden. Das heißt, dass Hess mit einem konkreten Konzept nach England geflogen ist, dass er es nicht einfach sich auf den Weg gemacht hat, um mal frische Luft zu schnappen. Davon kann man allerdings ausgehen. Das beantwortet noch nicht, ob das mit Wissen Hitlers stattgefunden hat, aber es ist auf jeden Fall so, dass das sehr gut vorbereitet und sehr gut geplant war und dass es um genau dieses Thema geht. Die ganze Haushofer-Korrespondenz liegt heute im Public Record Office und kann dort eingesehen werden. Ich habe sie natürlich auch im Film genutzt. So, Haushofer ist natürlich der entscheidende Zeuge. Karl Haushofer, Albrecht, ist von der Gestapo kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges erschossen worden. Aber Karl Haushofer wäre der entscheidende Entlastungszeuge für Hess im Nürnberger Prozess gewesen. Er wird besucht, er und seine Frau werden besucht von zwei britischen Secret Service Agenten, die sich nun mit dem Thema des Nürnberger Prozesses mit ihm unterhalten. Und als dieses Gespräch dann zu Ende ist, ich sage das jetzt mal so, obwohl das sehr zynisch klingt, als dieses Gespräch zu Ende ist, gibt es dann auch diesen Brief. Das ist ein Abschiedsbrief von Karl Haushofer, der viele Seltsamkeiten, auf die ich jetzt nicht eingehe, auf die wir im Film eingehen, enthält. Ein Abschiedsbrief. Und die Engländer gehen und das Ehepaar Haushofer hängt am Baum. Sie haben hier noch eine Skizze gemacht, aus dem hervorgeht, weil sie sich jetzt dann mitten auf dem riesigen Grundstück, ich habe mir die Stelle angeguckt, der Hartschimmelhof hat ein richtiges Waldgrundstück, hat noch eine kleine Kapelle und dann geht es noch mal richtig in den Wald rein und möglichst weit weg vom Haus, sodass also der überlebende Sohn dann auch richtig lange suchen musste, haben die beiden sich eben am Baum aufgehängt und hier so eine Skizze gemacht, die ihm dann den Weg weisen soll, wo er seinen Vater und seine Mutter dann findet. Die beiden Secret Service Agenten schreiben, dass nach dem Besuch, und das ist der Todestag der Haushofers, also das ist wirklich sofort getelext, an Kirkpatrick, den späteren britischen Hochkommissar, dass dieser Gentleman, bei dem sie waren, also Haushofer, nichts über die zur Diskussion stehenden Fragen wusste, in Berücksichtigung zu ihren Instruktionen ist das Problem, was diesen Menschen und den IMT, also den Nürnberger Prozess betrifft, has been now resolved, ist also removed, ist also beseitigt worden. Das Problem, was diesen Mann betrifft und seine Aussage im Nürnberger Prozess, has been now removed. Das ist das, was sie telexen. Und es ist, wie gesagt, etwas, was an dem Todestag von Haushofer weggeschickt wurde. Ich würde mal sagen, wenn ich Staatsanwalt wäre und würde ein solches Dokument in die Hand bekommen, in einem ganz anderen Fall, würde man von einem begründeten Anfangsverdacht reden, dass der deutlich macht, dass hier ganz offensichtlich zumindest Ermittlungsbedarf besteht, um auf diese Frage näher einzugehen. Passiert es natürlich nichts. Hess stand ohne seinen einzigen wirklich brauchbaren Entlastungszeugen dort in dem Verfahren, das dann eben, wie gesagt, damit endet, dass er in Spandau bis zum Lebensende eingesperrt wurde. Dass das ein Thema sein würde, diese ganze Problematik, ist dann beispielsweise kommunistischerseits durch die französische Zeitung Humanité, der britische Botschafter in Paris 1946 greift das auf und geht dann darauf ein, dass da also eine Menge an Fragen auftauchen und dass da möglicherweise aus kommunistischer Seite etwas kommt, was dem Westen schaden könnte, wenn es hier um den Fall Hess und den Fall Haushofer geht. Also man war sich durchaus darüber im Klaren, das ist eine Geschichte, die brandheiß sein könnte. Hess selber hat dann in
Verlauf des Nürnberger Prozesses eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die sich auf dieses Lord Kanzler Simon Interview oder Verhör, ich hatte das kurz angesprochen, 1941 bezieht, und er dann eben deutlich macht, dass die übergebenen vier Punkte entsprechen dem, was mir der Führer als Grundlage für einen Verständigungsfrieden genannt hat. Das ist ein auch erstmals gezeigtes Dokument. Es ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, gut, er kann viel schreiben, aber es ist, wenn er nichts von den vier Punkten von Weissauer, von dem päpstlichen Nuntius, das sind immer dieselben vier Punkte, gewusst haben konnte, denn das waren Sachen, die zum Teil später waren, zum Teil Sachen, die ohne sein Wissen stattfinden, fragt man sich, wo hat er hier die Info her, dass es da vier Punkte sind, es sei denn, es waren eben in der Tat die vier Punkte, die mit Hitler abgestimmt waren. Überhaupt kein Beweis, würde ich nie behaupten, aber ein Indiz. So, dass die Trickserei, dass die Unklarheiten bis heute weitergehen. Sie sehen, dass bis 2019, wie gesagt, oder auch später die Akten gesperrt sind. Und als dann das Ganze ein bisschen hochkochte, als das Buch auf Englisch erschien, die Übersetzung vorbereitet wurde, wir unseren Film angefangen haben, ging das weiter. Wenn Sie jetzt hier sehen, das ist also ein, ich hatte Ihnen das Dokument vorhin gezeigt, eine Geschichte von Hugh Dalton, und jetzt sollten Sie, haben Sie wahrscheinlich den Unterschied gar nicht gemerkt, jetzt waren plötzlich die Akten, die eben noch im Foreign Office abgelegt worden, verschwanden aus dem Foreign Office während der Dreharbeiten, während der Arbeit an dem ganzen Projekt. Und Martin Ellen völlig verzweifelt, wie kann das sein? Ich habe die eben noch gefunden, hat das alles abgefragt und so weiter. Dann hat er den Tipp bekommen, er müsse doch mal in anderen Akten gucken. Und dann wanderten diese Akten plötzlich von Foreign Office zu den Cabinet Files. Also das völlig identische Dokument, nur, also wenn ihm da niemand geholfen hätte, wäre schon zum damaligen Zeitpunkt das gesamte Forschungsergebnis, was er auf den Tisch gelegt hätte, als Trickserei, als Fälschung, als was auch immer entlarvt worden, denn niemand konnte es nachvollziehen. Niemand hat unter den Foreign Office Files irgendwas gefunden. Da gab es das nicht mehr, sondern es waren jetzt plötzlich in Cabinet Files. Also es sind so kleine Mätzchen, die sich aber fortsetzen im Zusammenhang mit dem Umgang mit den Akten durch das Public Record Office. Als dann NTV ausgestrahlt wurde und damit eine Dokumentation zu einem Thema, das ist ja nun jetzt auch schon deutlich geworden, Churchill eben nicht so als den Friedensbringer, als den Humanisten, als denjenigen, dem am Schicksal der Menschen, der Demokratie, der Freiheit, der Polen, des polnischen Staates, der anderen europäischen Völker gelegen ist. Also ein solcher Mensch plötzlich seine Kratzer abkam, bekam wie natürlich unser Fett weg in den Medien. Das ist hier der Gong, der eine NTV kritisiert hat, oder der Stern, der NTV kritisiert hat und gesagt hat, oder eine sehr starke, inzwischen eingestellte Webseite, die sich also mit den sogenannten braunen Machenschaften befasst und die sich dann mit dieser Dokumentation befasst und klargelegt hat, keinerweise sich mit den Dokumenten auseinandergesetzt hat, mit der ganzen Argumentation, sondern eigentlich nur, es kann nicht sein, dass der Churchill schlechter dasteht und schlecht dasteht in einer solchen Dokumentation. Die Aufteilung, was die Zeit 33 bis 45, wo die Guten sitzen und wo die Bösen sitzen, ist klar, die darf auch nicht in Frage gestellt werden. Es darf auf der Seite der Guten nicht plötzlich jemand geben, an dem man so ein bisschen oder auch ganz stark rumkritisieren darf, und deswegen müssen die, die das tun, entsprechend abgestraft werden. Wir brauchen da Wikipedia, gut, da brauchen wir nicht groß drauf einzugehen, ist dasselbe in Grün. Auch da wird der Film ohne. Das war noch eine Zeit, da konnte man diese Texte noch bearbeiten. Ich habe das ein paar Mal gemacht, dann ist dieser Bearbeitungsbutton entzogen worden, also an einer wirklichen Diskussion. Ich habe die Angriffe stehen lassen, ich habe nur dann die kommentiert und habe Fakten hinzugefügt, das ist gelöscht worden und der Bearbeitungsbutton ist deaktiviert worden. Insofern auch Wikipedia natürlich überhaupt kein Interesse daran, sich mit den Dokumenten auseinanderzusetzen. Dann
passierte, gar nicht im Zusammenhang mit dem Thema Hess. Ich muss nur die Klammer ganz kurz aufmachen mit dem Folgebuch von Martin Ellen, wo es um das Schicksal von Heinrich Himmler ging. Folgendes, dass 5 Schlüsseldokumente als Fälschungen entlarvt wurden. Diese 5 Schlüsseldokumente aus dem Himmlerbuch verschwanden für eine ganze Woche aus dem britischen Archiv, und als sie zurück waren, waren es Fälschungen. Ein absolutes Wissenschaftssakrileg. Ich kann aus einem Archiv nicht Dokumente, Originaldokumente an Privatpersonen ausleihen. Das war eine Privatperson und eine private Institution. Und dann kommen die zurück und dann stellt man fest, ja, das sind ja Fälschungen. Das ist etwas, man kann dazu überhaupt nichts sagen. Die Aussage ist wertlos. Wir wissen heute nicht, sind es Fälschungen der Originale oder was ist mit den Dokumenten wirklich passiert. Auf jeden Fall darf ein solches Archiv solche Dokumente nicht rausgeben und damit die lückenlose Beweiskette, wo die Dokumente gewesen sind, zu unterbrechen, zu durchbrechen. Etwas, was gar nicht geht. Das gewünschte Ergebnis natürlich, Martin Ellen ist desavouiert, und im Vorbeigehen wurden auch noch 2 wichtige Dokumente, das allerwichtigste nicht, das ließ sich wohl nicht als Fälschung nachträglich organisieren, aber mit als Fälschung unter anderem dieses schon gezeigte Haushofer-Dokument. Daraufhin haben wir dann gesagt, Martin Ellen hat sich dann an das British National Archive gewendet und gesagt, deswegen zeige ich jetzt hier diese Ecke, wir haben diese, und das ist eine durch den PowerPoint und durch die Einbindung in die PowerPoint eine schlechte Reproduktion. Wir haben das fotografiert in einer Qualität, dass ich das hier auf die Wand ziehen kann. Wenn das, was jetzt im Archiv als Fälschung liegt, auch nur einen Müh von dem, was wir fotografiert haben, abweicht, dann wissen wir, dass die Dokumente ausgetauscht wurden. Und da haben wir gesagt, Ellen gefragt, lass uns das doch mal gucken. Wir würden gerne mit unseren Fotos, mit unseren Filmaufnahmen bei euch aufschlagen und würden mal darum bitten, zeigt uns doch mal das Kirkpatrick-Dokument mit dem Removen von Herrn Haushofer und seiner Frau und lasst uns das mal vergleichen mit dem, was wir fotografiert haben. Sind die identisch? Gut, dann ist es in der Tat so, dass es offensichtlich eine Fälschung sein könnte oder ist. Sind die nicht identisch, weichen die irgendwie voneinander ab, ist das, was wir damals gefilmt und fotografiert haben, nicht das, was jetzt drin liegt. Und dann hat das Public Record Office natürlich ein echtes Erklärungsproblem, denn dann sind Dokumente ausgetauscht worden. Die Genehmigung haben wir natürlich nicht bekommen. So, das auch nochmal einer unserer Experten, mit denen wir gesprochen haben, eine Hess-Biografie von der Universität in Würzburg, ist dann so massiv unter Druck gesetzt worden, dass er bei dem Film mitgemacht hat, dass er sich dann auf der Website distanzieren musste und den ganzen Kontext in Frage stellen musste. Wenn Sie sich den Film ansehen, ich habe den dabei, wenn Sie sich den Film ansehen, dann sind seine Aussagen völlig eindeutig, völlig klar, völlig ehrlich, völlig wissenschaftlich seriös und sauber. Und er muss nun jetzt hier mehrere Rollen rückwärts machen, weil eben der Druck auf ihn so groß war, dass er wohl wirklich auch hat befürchten müssen, dass er, obwohl ordentlicher Professor, dann seinen Job verliert. Schließlich hat es dann auch auf den Sender Druck gegeben, allerdings erst Jahre später. Das ist 2004 ausgestrahlt worden, da gab es dann gar nichts. Man hat das Thema dann 2006, 2007, 2008 nochmal aufgekocht, denn dieser Film ist in der Tat von der Verbreitung her etwa sicherlich 1 Million Mal gesehen worden durch NTV und durch eine riesige Auflage, die einerseits verkauft wurde und ich immer wieder feststelle, auch schwarz kopiert wurde, und man musste dann eben aus der, obwohl es natürlich korrekt ist zu sagen, es ist die Langfassung der NTV-Dokumentation, musste dann aus der Langfassung der NTV-Dokumentation das Cover Langfassung TV-Dokumentation, hat NTV mit Abmahnung und Anwaltskosten und Riesentheater dann durchgesetzt, dass das entsprechend aufgedruckt werden musste, um hier sich auch wieder aus dem Schneider zu ziehen. So viel zu der Freiheit in diesem unserem Lande. Lassen Sie mich noch bei der Frage, ich hatte das gesagt, es gibt Indizien.
Robert Kempner, einer der Ankläger oder der Juristen, die die Ankläger auf amerikanischer Seite im Nürnberger Prozess unterstützt und begleitet hatten. Er ist in den 30er Jahren emigriert, hat sehr deutlich gemacht in einem Schreiben, er hat, dass Hess mit Hitlers Wissen nach England flog, habe ich seit dem Jahre 47 gewusst. Siehe die eidesstattliche Versicherung von Ernst Wilhelm Bohle, das war der, den man erwartet hatte in England, abgedruckt in meinem Buch Das Dritte Reich im Kreuzverhör. Das heißt, also für Kempner war es, und der ist nun wirklich ein unverdächtiger Zeuge, völlig klar, dass Hess nicht dahin gereist ist, wie gesagt, um frische Luft zu schnappen, sondern weil er ganz konkrete Vorstellungen hatte. Heinrich Schiller ist ein Mitarbeiter von Ernst Wilhelm Bohle gewesen. Auch das ist ein Dokument, was nie gezeigt, nie irgendwie berücksichtigt wurde. Und er gibt eine Besprechung wieder, die sein Chef, also Ernst Wilhelm Bohle, direkt kommend von einer Besprechung mit Hess, Hitler und Goebbels wegen des Englandfluges gemacht hat. Und er sagt eben, ich war Zeuge der Geheimbesprechung, sagt Bohle am Vortage seines Abfluges. Und dann Augenblick geht es. Parteigenosse Hess wird in dieser Nacht nach England fliegen, also Besprechung Goebbels, Hitler, Hess, Bohle und dort mit ihm vertraute Persönlichkeiten sprechen und sie zu beschwören, Churchill zu bewegen, mit Frieden zu halten und mit uns sich zu verbünden, denn wir sind ein Brudervolk. So, diese Besprechung beeidigt Heinrich Schiller in dieser Erklärung. Und falls das Ganze schief geht, so hat sich Hess dazu bereit erklärt, sich als irre erklärt zu werden. Also das, was dann nachher auch in den Medien des Dritten Reiches geschrieben wurde, geistig verwirrt oder wie auch immer, ist hier als strategische Erklärung in dieser Besprechung, wenn das alles so stimmt, wie Heinrich Schiller das schreibt und erklärt, vorbereitet worden und nachher auch entsprechend umgesetzt worden. Hess sitzt, wie gesagt, in Spandau. Jetzt springe ich in das Ende der 80er Jahre und zu dem Ende. Sie sehen hier den alten Hess und hier ihn bei einem Spaziergang. Fotos doch zu machen in Spandau, Filmaufnahmen, extrem schwierig, alles verboten. Wir haben ein paar Sachen, Filmaufnahmen, die geheim und mit versteckter Kamera gemacht wurden. Das ist so eine Fotosituation, wo von einem Turm aus fotografiert wurde. Und Spandau selber wurde im monatlichen Rhythmus bewacht von den Alliierten, also Russen, Franzosen, Engländer, Amerikaner, jeweils einen Monat zuständig und dann zuständig für die Gefangenen, später nur für ihn, für Hess alleine und zuständig für die gesamte Organisation des Gefängnisses. Hier eine Wachablösung, die Russen kommen und dann kommt eben die Information, das haben wir im Film auch, die Bestätigung von Radio Moskau, dass Michail Gorbatschow im Sommer 87 ankündigt, dass er Hess bei dem nächsten russischen Wachzyklus im November 1987 zu Weihnachten quasi nach Hause schicken wird, weil er sagt, das ist den 93-Jährigen noch weiter im Gefängnis zu halten, war für Gorbatschow nicht in Ordnung und er kündigte eben an, in Radio Moskau ihn nach Hause zu schicken. Er hat das mitbekommen. In dem Film wird gezeigt, wie er das mit seinem Pfleger, seinem tunesischen Pfleger Abdallah Malawi bespricht und wie er sich dann da auch schon quasi mental vorbereitet darauf, dass er also Weihnachten in den Bayerischen Bergen sein wird. Der tunesische Krankenpfleger, ich hatte ihn gerade zitiert, Abdallah Malawi, der den Vorteil hatte, man muss wissen, dass in Spandau ausschließlich nicht deutsches Personal tätig sein durfte, dass er sich mit
Hess in seiner Muttersprache unterhalten konnte. Hess ist in Alexandria aufgewachsen, sprach fließend ägyptisches Arabisch. Insofern konnten die beiden sich eben Arabisch unterhalten, was den anderen eben verborgen blieb. Insofern waren auch hier das eine oder andere an persönlichen Gesprächen möglich. Meloï hat trotz massiven persönlichen Bedrohungen und Drucks auf seine Person, inklusive des kompletten Vernichtens seiner Familie, wenn er über diese ganze Geschichte redet, es gleichwohl getan, hat eine Publikation veröffentlicht. Er hat mir das erzählt, dass er, und ich habe das gemerkt, dass das für ihn ein schweres Ringen war, und es ist, als das geschildert wurde, seine Frau saß daneben, wir haben uns in Berlin getroffen und unterhalten, der ist dann quasi in der Erinnerung nochmal schlecht gewesen, was da so an Druck auf ihn kam. Er ist dann zu seinem Imam gefahren und die Aussage war, ich bin ein Moslem, ich stehe für die Wahrheit, ich kann hier nicht anders. Ich fand das sehr bemerkenswert, und deswegen werde ich das so schildern und jetzt auch die ganzen Dokumente rausrücken. Er hat umfangreiche Dokumente aus dem Kassiber, die er für Hess rausgeschmuggelt hatte, wo es also um 1000 Dinge ging. Das hat er alles aufgehoben und jetzt eben auch veröffentlicht. Insofern eine sehr mutige Person, und er schildert sehr deutlich. Er schildert sehr deutlich, wie er denn zu dem toten Hess gerufen wird. Das dauert ziemlich lang, bis er endlich vorgelassen wird. Er ist ja derjenige, der sich um ihn medizinisch kümmern soll, und schildert dann, was er dort vorfindet, was dort an Ungereimtheiten alles stattgefunden hat, das bis hin zu der klaren Aussage des amerikanischen Wächters, der mit dabei war. Die Engländer hatten die Wache an dem Tag, Russen waren überhaupt gar keine da in diesem Monat, dass der amerikanische Hauptwächter zu ihm gesagt hat, wir haben das Schwein ermordet, du kannst jetzt nach Hause gehen, dein Job ist erledigt. Das sind Dinge, die dann auch klartextmäßig kommen, die dann auch in dieser Form vom amerikanischen Gefängnisdirektor in gleicher Weise bestätigt werden. Es gibt jetzt eine Obduktion von Hess, die Engländer durchführen, nachdem sie an dem Todestag 4 verschiedene Todesursachen im 1,5-Stunden-Takt kommuniziert haben. Ein ganz normaler Krankheitstod, dann ein Sterben auf der Fahrt ins Krankenhaus, dann ein sich selbst erdrosseln, und die letzte gültige Todesursache, die man dann gegeben hat, ist, dass er sich selbst erhängt hat und am Fensterkreuz aufgehängt hat. Der Sohn lässt Hess nochmal obduzieren, und das, was eben hier wichtig ist, ist, und ich zeige Ihnen das gleich noch in einer ganz kurzen Filmsequenz, ist das, was man bei einem solchen Todesfall die Strangmarke, also das, was um den Hals drumherum ist, bezeichnet. Und das ist eine Strangmarke, die durch Erhängen am Fensterkreuz, die letzte offizielle Todesursache, die Engländer mitgeteilt haben, nicht eintreten kann. Das ist die Strangmarke von Erdrosseln, aber nicht von einem Tod am Fensterkreuz. Dann müsste die Strangmarke nämlich hier in den Nacken hochgehen und müsste hier so eine Art Dreieck haben, wenn ich mich aufhänge. Wenn ich erdrosselt werde, ist genau das, was da stattgefunden hat. Wir werden das gleich noch von Wolfgang Spann, Professor Wolfgang Spann sehen, eine kurze Sequenz, wo er das sehr sachlich und ganz ruhig erläutert, dass das eben in dieser Form alles nicht stimmen kann. Das heißt, wer auch immer dafür verantwortlich ist, und wenn die Analyse von Professor Spann stimmt, dann, und die Argumentation werde ich Ihnen gleich zeigen, dann ist der Wille von Michail Gorbatschow, Hess im Dezember quasi als Gnadenakt zu Weihnachten nach Hause zu schicken, eben vereitelt worden, von wem auch immer. Auf jeden Fall scheidet ein so Spann ein natürlicher Tod aus. Das ist Gegenstand der Bogen des Filmes, etwas weitergeführt noch in einem späteren Hörbuch, wo noch weitere Dokumente, die im Film nicht drin sind, angesprochen werden, und auch die ganzen Statements von Meloï,
der dann nochmal sehr ausführlicher zu Wort kommt, ebenfalls zu finden sind. Und jetzt würde ich noch um den zweiten kurzen Take bitten, folgen Sie einfach nochmal der Argumentation von Wolfgang Spann, damals einer der renommiertesten Gerichtsmediziner und Pathologen der Bundesrepublik, international bekannt aus München, der eben hier im Auftrag der Familie die Obduktion durchgeführt hat. Bitte. Es war eines Nachmittags gegen 5, da saß ich hier im Casino mit meinen Mitarbeitern und die Zeit trinkt man gerne eine Tasse Tee. Und da kommt der Anruf, hier ist Rechtsanwalt Seidel, kennen Sie mich? Selbstverständlich, Herr Rechtsanwalt, wir kennen uns doch vor Gericht. Sie müssen mir helfen, sagt er. Sag ich, wieso? Selbstverständlich helfe ich Ihnen. Ich habe eine Leiche hier, können Sie die unterbringen? Sag ich, wer ist es? Sagt er, der ehemalige Reichsminister Rudolf Hess. Sag ich, selbstverständlich. Warum pressiert so, habe ich gesagt. Sagt er, eben erhalte ich im Hotel hier einen Brief des Oberbürgermeisters der Stadt Fürth, in dem ich aufgefordert werde, die Leiche, die wir hier am Friedhof deponiert haben, so rasch als möglich wegzubringen. Ich habe zunächst einmal mein Erstaunen über dieses Vorgehen zum Ausdruck gebracht, habe gesagt, bringen Sie mir die Leiche. Und dann fragt er mich, brauchen Sie die Genehmigung des Bürgermeisters? Sag ich, brauche überhaupt keine Genehmigung, Hausherr bin ich. Bringen Sie die Leiche, ich werde den Herrn Oberstaatsanwalt selbstverständlich verständigen, dass er informiert ist, was los ist. Und dann sagt er, ich beauftrage Sie im Namen der Angehörigen, die Sektion durchzuführen. Wann können Sie das tun? Dann habe ich gesagt, morgen früh um 9 Uhr. Wann können wir die Leiche bringen? Die ganze Nacht, der Nacht ist es informiert. Wir haben dann nach meinem Rückruf mit dem Oberstaatsanwalt, hier mit dem leitenden Oberstaatsanwalt, einen Halbzug Polizei bekommen, um gewissen Schutz zu haben. Man weiß ja nie, was bei solchen politischen Dingen mal plötzlich passiert. Dieser Halbzug wurde hier untergebracht. Im Laufe der Nacht ist die Leiche eingeliefert worden. Und am Morgen des folgenden Tages um 9 Uhr, wie verabredet, haben wir die Leichenöffnung durchgeführt. Dazu ist zu sagen, die Leiche war bereits vorseziert. Und was ich nicht einen besonderen Akt der Fairness empfunden habe, dass man uns auf wissenschaftlicher Ebene nicht eine exakte Vorgeschichte gegeben hat. No comment hat es geheißen und wir wussten also gar nicht, was, wie und wann, wo gewesen sein soll. Wir haben lediglich die Leiche gehabt mit einer ganz kurzen Beschreibung, die mit dem Stromkabel, bei dem der Stromkabel eine Rolle spielt. Wir haben zunächst die Leiche äußerlich sehr eingehend besichtigt und da kam es natürlich als wesentlichster Befund auf die sogenannte Strangmarke, wie wir sagen, an. Und dazu muss man wissen, es gibt zwei typische Formen von Erhängen, das typische und das atypische Erhängen. Beim atypischen läuft die Strangfurche hier und auch der Strick läuft gleichmäßig parallel ansteigen mit dem höchsten Punkt im Nacken, steigt also nach oben an. Die Furche lief hier horizontal im Nacken, bestand gar kein Zweifel, das haben wir auch fotografisch gesichert. Der Verlauf der zitierten Strangmarken am Hals von Rudolf Hess. Damit scheidet ein typisches Erhängen aus. Es scheidet unter Umständen nicht aus, ein atypisches am Boden liegend, aber so wie uns mitgeteilt wurde, wie es gewesen sein soll, dass er sich am Kabel erhängt hat, kann es sicher nicht gewesen sein. Mit dem Stromkabel kann er sich selbst nicht erdrosseln. Sie können sich vielleicht selbst erdrosseln mit einem Bademantelgürtel, weil hier mit dem Bademantelgürtel, wenn ich selber zuziehe, dann durch den Zug diese Noppen, die auf dem Bademantelgürtel sind, die verklemmen sich unter Umständen, dass der Zug geschlossen bleibt, auch wenn meine Zugkraft nachlässt. Ein Elektrokabel wird immer rutschen, wird immer aufgehen, mit dem können Sie sich nicht selbst erdrosseln. Unmittelbar nach dem Tod von Rudolf Hess fand eine gründliche Spurenbeseitigung statt. Nur 24 Stunden später wurde das Gartenhaus, der Fundort der Leiche, abgetragen. Eine Woche danach rissen Bagger die historische Festung Spandau Stein für Stein ein und machten sie dem Erdboden gleich. Der Schutt wurde abtransportiert und an einem unbekannten Ort vergraben. Bilder vom Abriss der Feste, gedreht unter schwierigsten Verhältnissen. Das Filmen während der Abrissarbeiten, die von bewaffneten Posten überwacht wurden, war seitens der Briten strengstens verboten.
So, das einfach als Abschluss nochmal, um die Argumentation von Spann, die ich gar nicht wieder selber wiedergeben will, sondern wir haben ja die Chance, ihn im O-Ton zu hören. Und natürlich ist das, was dann hier sich als zweites Kapitel nach 1941, 1987 abgespielt hat, nochmal ein erneuter Kriminalfall, dessen Klärung bis zum heutigen Tage aussteht. Das heißt, Fazit, es gibt eine Menge an Fragen, die seitens Londons unbeantwortet sind und bislang auch nicht beantwortet werden wollen. Es gibt eine Menge Indizien. Ich hatte gesagt, ich kann keine definitiven Aussagen zu bestimmten Fragen machen, aber es gibt Indizien dafür, dass wir, und das ist auch der Grund, warum bis auf den heutigen Tag eben diese kurze Episode, dieses Jahr 1941, dieser 10. Mai 1941, ein solches Politikum darstellt, von dem man, wenn man nicht selber persönlichen Ärger bekommen will, einfach die Finger weglassen soll. Und ja, das ist eigentlich das, was wir heute durchbrochen haben, erneut durchbrochen haben. Wir haben uns über dieses Thema unterhalten. Dafür bin ich dem Veranstalter natürlich sehr, sehr dankbar. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie interessiert sind und sich das interessiert angehört haben. Und der Film selber, den Sie bei meiner Tochter bekommen können, der ist noch sehr viel ausführlicher. Das Hörbuch ist auch da. Und in diesem Sinne ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses Interesse und für die Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank, Professor Vogt. Vielleicht wäre diese eine Frage von meiner Seite nochmal die Wichtigkeit jetzt für uns heute, die Ableitung. Hätten Sie hier nochmal irgendeinen Kick, was wir mit dem Ganzen irgendwo anfangen sollen jetzt? Es ist natürlich, also das Politikum besteht bis auf den heutigen Tag in der Frage, hat Churchill im Mai 1941 die Chance in den Händen gehalten, das Morden und den Krieg zu beenden? Und wenn man diese Frage anhand der Dokumente mit Ja beantwortet, dann sind sicherlich einige Bewertungen, was die Person Großbritanniens, die Person Churchills, was die Politik Großbritanniens betrifft, auch die Politik des dahinterstehenden Amerikas, in einem völlig neuen Licht zu sehen. Und das ist etwas, was natürlich bis auf den heutigen Tag verhindert werden soll. Darin liegt das eigentliche Politikum. Gab es diese Chance und hat Churchill sie letztendlich aus chauvinistischen, rassistischen Gründen, aus deutschen Hass einfach aus der Hand und ist damit, wie Hugh Dalton prognostiziert hat, über Millionen von Toten gegangen, denn das war seine Aussage, wenn das, was Churchill davor hat, dann wird es erst richtig schlimm. Und wenn die Verantwortung auf Churchill und auf den Engländern in dieser Form, was die Kriegsverlängerung, die Kriegsausweitung betrifft, zumindest mitlastet, ist das etwas, was keiner hören will. Und darin liegt das Politikum bis auf den heutigen Tag. Ja. Sind Sie offen, falls irgendeine Frage da ist, für ein kurzes Plenum? Es sind Leute hier. Ich möchte vielleicht auch ganz gezielt die Leute auffordern, stellt jetzt eure Fragen, wenn von der Hallenvermietung, wenn Stadträte oder wer auch immer hier ist, nicht, dass ihr die Fragen nachher an uns stellt, wir können die jetzt öffentlich stellen, nicht, dass wir mit einer Schuld hier zurückbleiben und wir hinterher nicht so recht wissen, was machen. Jetzt ist Professor Vogt hier, er ist der Historiker, und wir sind die Schüler mal in erster Linie, aber es sind jetzt Fragen. Ich bitte einfach, dass ihr kurz die Hand hochhebt, dass man euch ein Mikro geben kann, dass allfällige Fragen jetzt gestellt werden können. Wenn wir das jetzt nicht benutzen, möchte ich darauf eigentlich bestehen, dass hinterher auch nicht in den Medien dann irgendeine Krise aufkommt,
dass auch nicht die Hallenvermieter oder wer auch immer hinterher Probleme anmeldet, die sind jetzt eigentlich auszumachen. Ja, also ich habe Ihrem Vortrag sehr interessiert zugehört. Ich muss ehrlich sagen, ich bin Techniker, habe immer in Geschichte schlechte Noten gehabt, habe auch mit dieser Geschichte von Rudolf Hess zwar ab und zu schon mal gehört, aber mich nie wirklich damit befasst. Meine Frage wäre jetzt, wenn das ja doch so konsequent und so nachhaltig versucht wurde, zu unterbinden, das Durchbrechen dieser Wahrheit, was für eine Strategie steckt dahinter? Es geht jetzt nur darum, das Image der Großmächte, der Siegermächte oder von England und Amerika zu wahren, oder steckt da noch ein anderer Plan dahinter? Die Strategie auf welcher Seite? Ja, die Strategie ist letztendlich London. Hin zur vermeintlichen Ermordung von Rudolf Hess, das Ausmerzen aller Beweise, aller Hinweise, aller Nachweise, dass das bis heute so konsequent durchgezogen wird. Geht es da nur um das Image von England und von Amerika, oder geht es da um vielleicht noch weitere strategische Ziele, die ja damals wohl zu dem Zeitpunkt, als Hess geflogen ist, auch schon existiert haben? Also es geht heute sicherlich darum, einfach was zu vermuten ist, unangenehme Wahrheit dahinter steckt, dass diese unangenehme Wahrheit natürlich einen Imageschaden bei den Westmächten bedeutet, das zu vermeiden. Und das ist sicherlich das ganz Zentrale. Da der Imageschaden bei dieser Frage nicht unbeträchtlich sein könnte, wenn es also um auch die Frage der Kriegsausweitung, der Kriegskonsequenzen ab 1941 geht, ist eben der Imageschaden in einer Dimension, dass man ihn lieber gerne nicht eintreten lässt. Also das wäre jetzt erstmal aus der Sicht bei der Art und Weise, wie ich mit diesen Dokumenten umgehe, das Primäre. Und ob es dann auch andere Überlegungen dahinter gibt, das mag sein. Es ist sicherlich ein Instrument, was man auch instrumentalisieren kann, aber ich würde das erstmal so als das Entscheidende sehen. Meinen Sie dann, dass Churchill zum Beispiel sein Ziel dann erreicht hatte, den Krieg weiterzuführen und Deutschland zu vernichten? Also am Ende des Zweiten Weltkrieges ist sicherlich ein entscheidendes Kriegsziel von Vanstetten und Churchill erreicht. Es ist aber erkauft worden, auch mit dem Abtreten Englands von einer wichtigen politischen Rolle, des Abtretens an die Vereinigten Staaten. Insofern hat er in seiner Aversion, das Deutsche Reich zu vernichten, natürlich auch seinem eigenen Land immensen Schaden angerichtet. Aber das scheint ihm offensichtlich weniger wichtig gewesen zu sein. Dankeschön. Ja, ich habe eine ganz einfache Frage. Ist es richtig und offiziell, dass Chamberlain schon 1937 gesagt hat, Deutschland wird zu stark und wir müssen es vernichten? Also die, ich sag mal, Einschätzungen, dass es auch bei Chamberlain in diese Richtung ging, würde ich so stark wie bei Churchill überhaupt nicht sehen. Also sonst hätte auch 38 mit dem Münchner Abkommen nicht funktionieren können. Der hat sich in der Frage schon unterschieden von dem Vernichtungswillen, der bei Churchill festzustellen ist. Also dass die keine Freunde der NS-Regierung auch bei Chamberlain gewesen sind oder seine Regierung, ist sicherlich richtig, aber das ist mit der Dimension, die es bei Churchill angenommen hat, nicht zu vergleichen. Vielen Dank. Hallo. Verzeihung, darf ich kurz unterbrechen? Mein Gedanke war eigentlich, dass jetzt kompetente Leute, eben von der Regierung, die jetzt schon Fragen auf dem Herzen haben, die formulieren können, dass die an der Reihe sind. Ich denke, es gibt hier hunderte von Leuten, die jetzt irgendwelche Fragen stellen können. Jetzt war soeben der Stadtrat hier bei mir
Und er hat mir gesagt, er sei jetzt im Moment auch nicht in der Lage, eine Frage zu formulieren. Das müsste er irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn irgendwelche Probleme aufkommen, müsste er auch Zeit haben. Das kann er jetzt gar nicht. Und mir geht es ja selber auch so. Die Fragen zu stellen, wäre jetzt eigentlich an den Leuten, die auch Professor Vogt im Vorfeld angegriffen haben, dass er selber dazu Stellung nehmen kann, weil die anderen Herren, Stadträte und alles sind ja dann mit in das Thema reingezogen worden. Versteht ihr das? Also ich möchte jetzt eigentlich nicht ein Plenum, wo jedermann einfach irgendwas fragen kann, sondern ich frage, sind jetzt kompetente Leute hier, die ihn angegriffen haben, die jetzt vor uns die Frage stellen, damit wir die Frage hören und die Antwort. Das ist eine AZK, hier kann Stimme und Gegenstimme gehört werden. Und ich habe jetzt den Eindruck, wir sind jetzt allzu sehr in Fragen gelandet, was nicht, das ging natürlich, das kann den ganzen Abend füllen. Ja, ist das auch so gut für Sie? Also ich glaube auch, denn es wird dann vielleicht auch irgendwie ungerecht. Ich bin ja nicht weg, ich stehe da hinten am Büchertisch, ja. Und da stehe ich gerne zur Verfügung, und das ist vielleicht jetzt der sinnvollere Weg. Wichtig wäre jetzt unter dem Aspekt des ganzen Theaters im Vorfeld, ob es aus dem, was ich gesagt habe, quasi einen Klärungsbedarf gäbe. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja gut. All die anderen Dinge, die sollten wir dann vielleicht wirklich bilateral machen. Ist das für Sie auch so akzeptabel? Ja, ich würde das trotzdem gerne sagen, was ich noch... Also sind heute. Sie irgendeine vom Stadtrat oder irgendwo? Nein. Ja, also ich würde einfach gern den Herren oder Damen den Vortritt geben, wenn jetzt jemand hier ist. Sind Sie dabei? Ich habe eine spezielle Frage, Eder Siegfried von Tirol, eine spezielle Frage an die Veranstaltungsleitung. Es haben sich Journalisten angemeldet hier. Dann sollen die Fragen stellen, die Herren Journalisten. Ja, das war eigentlich mitunter der meine ganz Meinung. Wichtig. Ja. Also sind Journalisten hier? Okay, ich höre jetzt gerade, dass Journalisten hier waren, die wollten aber nicht unterschreiben und sind dann wieder gegangen. Aktuell sind keine hier. Gut. Dann stehen wir also allein im Regen. Hä? Ja. Mein Name ist Hamer, aber eigentlich bin ich Hamer. Ich habe einen englischen Vater, der ist Oberst aus der Indienarmee und war am Staffelsee, hat sich dazu zurückgesetzt. Und er kannte Churchill persönlich und hatte in Berlin seine erste Frau. Und da hat er zu meinem Vater gesagt, er soll mal ein bisschen auskundschaften, was dieser neue Typ da, der war ja noch nicht an der Macht, so machen würde. Und mir ist im Rahmen Ihrer ganzen Vorführung die Frage aufgetreten, war Churchill Antisemit und hat er gesehen, was da passiert? Hat sozusagen Hitler die Arbeit für ihn erledigt? Ich bin selber mit einer Jüdin verheiratet gewesen, also mich brauchen Sie nicht als Antisemiten bezeichnen. Es ist nur auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Also ich sehe bei Churchill dieses Thema gar nicht. Aber er kann es verdrängt haben. Also, bitte? Er kann es ja verdrängt haben. Nein, ich sage, wenn er es verdeckt hat, kann man es nicht sehen. Ja. Ich sehe diesen Punkt bei ihm überhaupt nicht. Ich sehe auch nicht, dass er irgendjemanden da quasi hat die Drecksarbeit oder so etwas machen lassen. Also das ist nicht das Thema. Ihm ging es ganz eindeutig und ganz klar von dem strategischen Ansatz darum, dass möglichst schnell die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in den Krieg mit reingezogen werden würden, dass es ein Weltkrieg würde, weil er sich darüber im Klaren war, wie er auch persönlich gesagt hat, dass England eben den europäischen Krieg nicht wird gewinnen können, aber dann den Weltkrieg. Aber diese Komponente, also ich habe keinerlei Unterlagen, die das in irgendeiner Weise bestätigen würde.
Also es kann gewesen sein, dass ihm das Empire wichtiger war als der Frieden in Europa. Und dass er gemeint, also das Empire war ihm sicherlich maximal zweitwichtig, denn am Ende der ganzen Politik ist von dem Empire nichts mehr übrig geblieben. Also das, wie Wenzel dort gesagt hat, es geht jetzt darum, in dem Briefing an Anthony Eden, es geht darum, dass das Deutsche Reich untergeht, und wenn ich meine untergeht, dann meine ich richtig untergeht. Und das ist sicherlich auch die Position von Churchill. Gut, vielen Dank. Gut, wir machen eine letzte Frage. Die Frau lässt nicht locker. Wir machen eine letzte Frage, weil es ist nachher niemand von den eigentlichen Leuten da, die gemeint waren. Ich habe einen Brief gelesen von dem König Kaiser Wilhelm I. Von? Kaiser Wilhelm. Ja. Der musste ins Exil gehen und er hat gesagt, er hat sich allergrößte Mühe gegeben, Friedensverhandlungen zu führen. Man hat ihn ins Ausland gelockt und gesagt, dass bestimmte Repressalien da nicht stattfinden. Und aus seiner Sicht ist es so gewesen, dass der Welt oder Amerika und England die Deutschen zu mächtig geworden sind und sie ihn praktisch in die Situation des Ersten Weltkriegs, also des Weltkrieges hineingelockt haben. Können Sie sich vorstellen, dass das vielleicht die Hintergründe dafür sein könnten? Also Sie reden jetzt vom Zweiten oder vom Ersten Weltkrieg? Nein, ich rede von einer Sache, die vielleicht über einen längeren Zeitraum schon am Laufen war, ja, und die Motivation verstehe. War, dass Deutschland zu stark wurde und man deswegen versucht hat, Deutschland... Ja. Also ist sicherlich die Position von Vanzetet, der bedauert hat, dass nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wie man jetzt salopp sagen würde, der Job noch nicht getan war. Das schreibt er ja. Das ist ja. Ja, und das Dokument ist ja nun Gott sei Dank unstrittig. Das macht er sehr deutlich, dass wie ich gerade zitiert habe, nachdem das nach dem Ersten Weltkrieg und mit dem Ersten Weltkrieg nicht funktioniert hat, es dann wenigstens jetzt stattfinden soll, dass das Reich komplett vernichtet wird. Also das ist sicherlich die Position Wenzeters und sicherlich auch nicht weit weg von der Position Churchills. Ich will mich jetzt zu den Vereinigten Staaten, weil das einfach eine völlig neue Dimension ist und auch das ganze Kapitel, wir reden jetzt hier über den Englandflug, sprengt und auch das Ende von Hessen-Spandau sprengt. Die Rolle der Amerikaner ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber sicherlich die Einschätzung, dass das, was 18 nicht geschafft wurde, dann wenigstens 39 folgende passieren sollte. Das ist die Position von Wenzetet. Es hat mich halt sehr überrascht, dass der Kaiser Wilhelm einfach gesagt hat, wie sehr er sich bemüht hat und wie wenig er da ausgeführt hat. Also dieses Dossier, was diese Friedensfühler und Friedensinitiativen betrifft, umfasst ja auch nur ein Segment. Also die Gesamtzahl der verschiedenen Friedensvorstöße ist ja immens. In den Monaten, da kommt ja quasi dauernd irgendetwas, und vor dem Hintergrund passt natürlich eine solche Sache, die Sie zitieren, da auch rein, klar. Dankeschön. So, nochmal herzlichen Dank, Professor Vogt, für den Vortrag. Das war jetzt richtig starker Tobak.